Mein Uhrenjahr 2023. Es war ein bewegtes Jahr, es war ein vollgepacktes Jahr, aber es war erstaunlicherweise nicht wirklich ein überdurchschnittlich teures Jahr, weil ich relativ viele Marken gekauft habe in einem deutlich niedrigeren Preissegment als die letzten Jahre. Angefangen hat das Ganze im Februar 2023 mit der Citizen BM 7108 und so weiter. Ich erspare mir hier die einzelnen kleinen Details. Eine Uhr, die ich für 135 Euro gekauft habe. Der aktuelle Preis liegt wahrscheinlich um die 150 Euro. Ich verlinke euch übrigens am Ende des Videos eine Playlist mit allen Vorstellungen meiner Neuerwerbungen 2023, sodass ihr die Uhren alle im Einzelnen nachlesen könnt. Teilweise ist es auf dem Kanal Watchmaxe, teilweise auf dem Kanal Baumi vorgestellt worden. Ich packe das alles in eine Playlist und falls das nicht geht, mache ich zwei Playlisten und verlinke die am Ende des Videos, sodass ihr alle Uhren entsprechend nachlesen könnt. Die Uhr habe ich mir gekauft, weil ich einfach mal wissen wollte, was in diesem Preissegment von unter 200 Euro möglich ist. Es ist eine Uhr mit einem Citizen Eco Drive Glas, Saphirglas, wasserdicht, Stahlband. Wirklich eine unglaubliche Leistung, für mich beinahe unglaubliche Leistung, die Citizen hier liefert in diesem Preissegment. Wer wirklich nur eine Uhr sucht, um eine Uhr zu haben, die Zeit genau ablesen zu können, die zudem robust belastbar wasserdicht ist, mit Stahlband leicht zu reinigen, wird hier fündig, ohne ein Vermögen ausgeben zu müssen. Wirklich eine richtig tolle Uhr für diesen Preis. Die zweite Uhr, die ich mir angeschafft habe, war im März. Und zwar bin ich zu einer Marke aus dem Iclor-Konzern quasi zurückgekehrt. Ich hatte schon mal eine de facto 1, habe sie aber verkauft, weil die ich damals hatte, nur 5 Bar Wasserdichtigkeit hatte. Und ich wollte gerne eine Einzeigeruhr haben, die mindestens 10 Bar 100 Meter Wasserdichtigkeit hat, aber als Einzeigeruhr, weil das für mich persönlich so eine Art perfekte Urlaubsuhr ist. Ich weiß ungefähr, wie spät es ist, aber so genau muss ich es nicht wissen. Aber so anhaltsweise kann ich das gut auf der Uhr abschätzen. Möchte sie aber zum Duschen oder Schwimmen gehen, nicht ausziehen. Und genau das hat de facto mit der Neuauflage der ursprünglichen 1, mit dem alten ursprünglichen Ziffernblatt gemacht. Die Uhr ist wasserdicht. Sie ist eine gut ablesbare Einzeigeruhr und das ist der Grund, weswegen ich mir diese Uhr im März gegönnt habe. Dann kam im März eine zweite Uhr und zwar ist es eine Citizen Pro Master gewesen und zwar nicht die NY0040, sondern die NY0140. Das ist quasi der große Bruder der klassischen allseits bekannten Citizen Pro Master. Im Durchmesser etwas größer mit 43 mm, trägt sich trotzdem sehr, sehr angenehm mit Saphirglas, mit massivem Band, mit massiven Anstößen. Alles das, was ich mir bei der klassischen Pro Master schon gewünscht habe, ist hier vereint. Und das Design ist sehr ähnlich. Aus diesem Grunde habe ich mir diese Uhr gekauft. Liegt im Straßenpreis, zumindest zum Zeitpunkt des Kaufes, und ich habe im Laufe des Jahres auch hin und wieder geschaut, unter 300 Euro. Auch hier irrsinnig viel Uhr für das Geld. Und mit einem Automatikwerk aus dem Hause Miyota, natürlich ein relativ einfaches Werk, trotzdem sehr gut bedient. Und mit dem massiven Stahlband, Wasserdichtigkeit, Saphirglas. Eine Uhr, über die man sich jahrelang keine Gedanken machen muss und die ich auch sehr gerne in meiner Sammlung behalten möchte. Eine weitere Uhr aus dem Segment der kleineren Preise hat dann ebenfalls im März bei mir Einzug gehalten. Und zwar ist es die Laco Aachen mit dem grauen Ziffernblatt. Preis ebenfalls
unter 500 Euro, 460 Euro Listenpreis, zumindest damals, als ich sie gekauft habe. Auch hier war ich neugierig, was aus einem renommierten Hause wie Laco in diesem Preissegment kommt. Und natürlich auch hier ein einfaches Werk, ein Miota, ganz klar kein Eta Sellita und auch nicht veredelt. Trotzdem ein Saphirglas, auf meinen Wunsch nicht entspiegelt, mit einem Stahlband, alles recht einfach. Wir sind ja auch hier in der in Anführungsstrichen sogenannten Einsteigerklasse. Trotzdem eine Uhr, die absolut gut abliefert und mich in keiner Weise enttäuscht hat. Auch die wird in meiner Sammlung bleiben. Zum einen, weil ich meine Sammlung gerne etwas breiter aufstellen wollte, also auch wirklich bewusst in den niedrigeren Preisbereich reingehen. Und zum anderen auch, weil ich keine Uhr mit dem Baumustertyp B hatte und das graue Ziffernblatt gibt für mich nochmal so ein kleines bisschen das Extra obendrauf. Im April kam dann eine Uhr, die ich immer schon super interessant finde. Und zwar ist es die Botta Clavius. Eine Uhr, die für mich einen kleinen Geniestreich geschafft hat. Und zwar den Sekundenzeiger einer Automatikuhr so wirken zu lassen, als wäre es der Sekundenzeiger einer Quarzuhr. Und zwar genau so lange, bis er über das Logo von Botta auf der 3-Uhr-Position hinweggeht. Dort sieht man dann die fließende Bewegung. Braucht man das? Nein. Ist es klasse, so etwas mit einfachen Designelementen und Designtricks zu schaffen, also einfach in Anführungsstrichen. Es ist keine hochgradige Technik verbaut, sondern lediglich eine bestimmte Form des Sekundenzeigers und ein bestimmtes Form des darüber liegenden Deckblattes. Ich finde es klasse, ich finde es geil, ich finde es super und ich mag diese Uhr sehr gerne und bin auf keine Uhr so oft angesprochen worden wie auf diese und insofern auch hier eine Uhr, die ganz bestimmt in meiner Sammlung bleibt. Im Mai ist dann etwas passiert, was Uhrensammlern wahrscheinlich so nicht allzu häufig passiert. Ich hatte von Sinn eine 856 UTC und habe sie dann irgendwann verkauft. Ich weiß nicht mehr hundertprozentig, ob alleine der ausschlaggebende Grund war, dass mir das Blatt damals zu voll erschien oder aber ob ich das Geld zur Querfinanzierung eines anderen Uhrenkaufs gerne mitgenommen habe. Ich weiß es schlicht nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich sie verkauft und im Laufe der Zeit habe ich dann gemerkt, dass die Blätter, die ich bevorzuge, doch immer etwas mehr auf dem Ziffernblatt hatten, solange die Ablesbarkeit gesichert und gewahrt war. Und plötzlich tauchte dann mit einem Hinweis eines befreundeten Sammlers die Uhr zum Verkauf angeboten bei Kleinanzeigen auf. Ich habe mich natürlich sofort drum gekümmert, weil ich die 856 UTC doch gerne wieder zurückhaben wollte. Und beim Kauf, bei der Übergabe hat sich dann herausgestellt, es war exakt dieselbe, nicht nur die gleiche, sondern dieselbe Uhr, die ich damals verkauft habe. Ich habe sie nicht von dem damaligen Käufer zurückgekauft, das heißt, die Uhr hat noch eine extra Runde gedreht, aber es waren noch meine Originalpapiere dabei, es war alles dabei, was ich damals verkauft hatte. Insofern habe ich nach über 2 Jahren exakt meine Uhr zurückkaufen können und das finde ich einfach grandios. Und die Uhr wird jetzt definitiv in meiner Sammlung bleiben. Die gebe ich nicht mehr ab. Im Mai ging es dann mit den Überraschungen weiter. Ein Zuschauer von mir schrieb mich an und sagte, er mag meinen Kanal, er schätzt meine Arbeit und möchte sich bedanken. Er hat eine Uhr, die ihm etwas zu klein oder zu groß ist, das müsste ich nachlesen, ich weiß es nicht mehr, bitte entschuldigt, aber er hatte mit der Größe der Uhr ein Problem und anstatt sie zurückzuschicken, wollte er sie mir schenken.
Ich bin komplett aus den Socken gekippt und konnte es gar nicht glauben. Aber tatsächlich hat mir der Zuschauer die Hanhard Pioneer One geschenkt. Und so ist die erste Hanhard in meine Sammlung gekommen. Und mir war damals schon klar, es wird nicht die letzte Hanhard sein. So begeistert war ich von der Uhr und so überzeugt bin ich von der Marke auch heute noch. Ich trage die Uhr sehr gerne, extrem gut ablesbar, nachts gut ablesbar, sehr angenehm am Arm. Eine wirklich tolle Uhr. Und das war neben dem Rückkauf meiner vor Jahren verkauften Uhr eines der absoluten Uhrenhighlights für mich in 2023. Im Juni ging es dann weiter, nachdem ich von Florian Flomp 89 schon von Van Dach die Tiefseeruhe gekauft hatte und mir die Uhr, die Form, die Passform, der Sitz am Arm sehr gut gefallen hatte. Habe ich dann im Juni 23 die Tiefsee Goldkraft von Van Dach direkt gekauft. Eine schwarze Uhr mit goldenen Akzenten. Gold ist nicht so wirklich meine Farbe, habe ich gedacht. Aber in der Goldkraft mit den sehr dezenten Goldakzenten auf den Indizes und den Zeigern. Eine super tolle Uhr. Gefällt mir wirklich sehr gut. Trage ich gerne und wird auch ganz bestimmt bei mir in der Sammlung bleiben. Ein drittes Highlight in meinem Uhrenjahr 23 gab es dann im Juno ebenfalls. Und zwar die Circular Pro Trail Sand Watch Maxe Limited Edition. Wieder so ein elendlanger Name, aber der musste wirklich sein. Getriggert durch einen Zuschauer, der die Idee aufgebracht hatte und auch ursprünglich mit Cornelius Huber von Circular besprochen hatte, ist dann in der ersten Jahreshälfte 23 tatsächlich eine Uhr in die Realisation gegangen bei Circular, die mit meinem in Anführungsstrichen Zutun entstanden ist. Es ist die Standard Pro Trail Sand, allerdings an einigen Punkten aufgewertet. Die Ghost-Position des Datums wurde entfernt, es wurde ein höherwertiges Werk eingebaut. Es wurde ein spezielles Band verbaut, was bei Circular üblicherweise Aufpreis kostet. Und das ganze Paket ist zum Standardpreis der normalen ProTrail Sand verkauft worden, weil ich auf meine Beteiligung an dem Umsatzerlös komplett verzichtet habe, meine Uhr also auch komplett bezahlt habe. Ich fand das Projekt so klasse und wollte da gerne etwas an meine Community zurückgeben. Und so sind diese 13 Uhren der Limited Edition Pro Trail Sand zustande gekommen, auf die ich immer noch sehr stolz bin, die ich sehr gerne trage und die ich auch immer wirklich gerne anschaue. Ja, wie gesagt, die Pioneer One von Hanhard, das war mir klar, ist nicht meine letzte Hanhard und bewahrheitet hat sich das Ganze im Juli 23, als ich von Hanhard einige Uhren zum Review bekommen habe, noch einige Hanhard Reviews gemacht habe. Da hatte ich die MK1 Altweiß auf dem Tisch und es war wirklich Liebe auf den ersten Blick. Ich habe die Uhr meiner Frau gezeigt. Meine Frau war auch unmittelbar begeistert. Eine Größe, die sie auch gut tragen kann. Und so haben wir dann gemeinsam entschieden, dass ich mir diese Uhr gönnen und leisten und in meine Sammlung integrieren kann. Ich finde sie immer noch fantastisch, auch wenn weiße Zeiger auf hellem Grund bei Tag die Ablesbarkeit nicht unbedingt fördern. Aber das ist eine Uhr, an der für mich ansonsten alles perfekt stimmt und die für mich einfach eine unglaubliche sportliche Eleganz bei gleichzeitiger sehr hoher Fertigungsqualität darstellt, sodass ich die Uhr mega gerne trage und selbstverständlich auch bei mir in der Sammlung behalten werde. Nach dem Juli kommt August, nach einer Flieger kommt eine Taucher. Ich rede jetzt über die Circular Dive Sport Titan. Die Uhr hat mich, und das muss ich ganz ehrlich sagen, als die Bilder rauskamen, die Renderings, als Cornelius die Umfragen und die Kunden- und Zuschauerbeteiligung gestartet hatte, überhaupt nicht gereizt. Ich habe
so gut wie nichts an der Uhr gesehen, was mich so stark interessiert hätte, dass ich sie mir hätte kaufen müssen. Ich war da gar nicht unglücklich drüber, denn am Stahlband kostet die Uhr dann doch über 1.000 € im Vorbestellerpreis. Aber, und das ist das, was ich auch vielen immer wieder sage, nehmt die Uhren in die Hand, verlasst euch nicht auf Fotos und Videos. So gut die Menschen auch versuchen, die Uhren darzustellen und zu bewerten, der persönliche Eindruck, die Uhr in der Hand zu haben, ist durch nichts, wirklich durch nichts zu ersetzen. Und so war es auch bei der Dive Sport, als ich sie in den Händen hatte, am Arm hatte, das Ziffernblatt gesehen hatte. Da habe ich gedacht, wie konntest du die Uhr bislang nicht toll finden? Es ist eine ausgefallene Uhr mit einer wunderbaren Gehäusegestaltung, die aus dem Rahmen fällt. Keines der bekannten Standardgehäuse, schöne Schliffkanten, sauber gearbeitet. Mir gefällt das zerkratzte Petrol-Ziffernblatt und auch die Petrol-Alu-Lünette. Kein Keramik war mir aber pups egal in dem Moment. Das Band ist auf die Uhr abgestimmt, auch keines der 0815 Standard-Stahlbänder. Eine Uhr, die bei mir sehr spontan Einzug gehalten hat und die ich nach wie vor sehr gerne trage, auch weil man sie trotz ihrer Größe dank des Titans am Arm so gut wie überhaupt nicht spürt. Ja, dann kommt wieder eine Uhr im August. Ihr merkt, es war ein wirklich, wirklich, wirklich sehr reich angefülltes Uhrenjahr mit der Archimede Outdoor 39 DLC. Aufgelegt zum Jubiläum von Archimede, limitiert mit einem gehärteten, schwarzen DLC-beschichteten Gehäuse in einer für mich wunderbar angenehmen Größe von 39 mm, einem schönen grünen Ziffernblatt mit den dunkleren, nicht hart weißen Zeigern. Ich fand die Uhr mega klasse und auch wenn sie zu dem Zeitpunkt nicht zu 100% ins Budget gepasst hat, wollte ich mich nicht ein halbes Jahr später ärgern, die Chance verpasst zu haben und habe dann doch zugeschlagen und auch diese Uhr 2023 in meine Sammlung integriert. Nachdem mit der Zirkula und der Archimede zwei Uhren jenseits der 1.000-Euro-Grenze Einzug gehalten haben, musste dann die dritte Uhr im August, ich schäme mich, dann signifikant günstiger sein. Die Citizen, wie ihr seht, meine dritte Citizen im 2023, aber nicht die letzte Citizen 2023, war die Citizen Tsuyosa. Ich habe sie in vielen Reviews gesehen, fand sie sehr interessant, habe mich aber immer für die gelbe Variante interessiert, die es lange nicht gab. Plötzlich tauchte sie bei Amazon wieder auf und das Ganze für einen Preis von zwei Dritteln des unverbindlichen Verkaufspreises. Ich habe für die Uhr 200 € bezahlt und bin wieder einmal von Citizen sehr positiv überrascht worden. Eine wirklich klasse Leistung im Sinne von was man alles bekommt: Stahlband, Saphirglas, Automatikwerk, wunderbar farbliches Ziffernblatt, Datumslupe. Okay, einen Tod muss man sterben, hätte ich nicht gebraucht, war dabei, stört mich jetzt auch nicht so megamäßig. Eine tolle Uhr und mit dieser Uhr hat dann eine kleine Untersammlung in meiner Sammlung begonnen. Das sind die farbigen Dresser um die 40 mm. Vielleicht stelle ich die mal nächstes Jahr in einem Video separat vor, vielleicht aber auch nicht, weil da halt wenig deutsche Uhren drin sind, sondern sehr viele ausländische Uhren. Vielleicht zeige ich sie auf Baumi. Ich muss mal schauen, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht bleibt es einfach mein kleines Schätzchen. Nach dem August kommt der September. Es geht langsam auf Weihnachten zu. Und plötzlich kommen viele Uhren, die entweder limitiert sind, Sondereditionen sind, bestimmte Themen aufgreifen. Und als Guinan die Classic Edition 2023 rausbrachte,
in zwei verschiedenen Ziffernblattvarianten, die zusammengenommen auf 30 Stück limitiert waren, konnte ich wirklich nicht lange überlegen. Ich habe zusammengekratzt, was zusammenzukratzen war, und habe mir diese Guinant geleistet. Und es ist eine meiner Top 10 Lieblingsuhren aus meiner Sammlung, weil sie sich einfach irrsinnig angenehm trägt, wunderbar am Arm sitzt und zudem sehr genau geht, sportlich aussieht, gut ablesbar ist, nachts gut ablesbar. Ich mag das Band. Also ich möchte jetzt nicht unendlich schwärmen. Tolle Uhr, ein absoluter Keeper für mich. Und ich bin sehr froh, dass ich bei dieser Limitierung sofort zugeschlagen habe. Denn beide Ziffernblattvarianten bzw. die Limitierung von insgesamt 30 Stück über beide Varianten war dann auch sehr schnell vergriffen. Ich sagte eben, die Tsuyosa war nicht die letzte Citizen. Im Oktober kam eine weitere dazu, und zwar eine mit blauem Sonnenschliff-Ziffernblatt. Mit einem Listenpreis von 199 Euro bekommen habe ich sie mit diversen Erstkaufs-, Newsletter-, Abo- und sonstigen Rabatten für 166 Euro. Und auch diese Uhr ist Teil meiner Untersammlung farbige Dresser um die 40 mm. Grandios, ich mag das geteilte Datum, Wochentag und Datum getrennt in zwei verschiedenen Anzeigen. Die Farbe ist klasse, der Sitz ist super. Leider nur bis 50 Meter wasserdicht, aber bei einem Preis von 160 Euro will ich mal nicht miepen. Irgendwo muss man natürlich Zugeständnisse machen. Und ja, tolle Uhr, gefällt mir super. Werde ich wahrscheinlich immer mal wieder in die Box packen, wenn ich Gefahr laufe, vielleicht ausgehen zu müssen oder mit meiner Taucheruhr mich nicht ganz so wohl zu fühlen. Super, passt eigentlich immer und zu allem. Dann kam die Watchtime. Auf der Watchtime habe ich Wolfgang Heinrich getroffen von Heinrich Taucher, der mir dann die Heinrich Taucher LX übergeben hat. Eine Uhr, die ich von den Bildern her, wie auch die ein oder andere dieses Jahr, nicht auf dem Schirm hatte, da weder die Goldakzente noch die Zeigerform mich von den Bildern angesprochen haben. Und dann bekam ich die beiden Varianten der Taucher Sport und Taucher LX zum Review. Und normalerweise hätte ich erwartet, dass die Taucher Sport mit den orangenen Akzenten mich sofort abholt, was sie auch getan hat. Aber die LX hat das noch einmal übertroffen. Ich bin richtig geflasht gewesen von der Uhr, die zweite Uhr mit Goldakzenten in 2023. Ich sage weiterhin, Gold ist nicht so hundertprozentig mein Ding. Wenn die Akzente aber dezent sind und gut gesetzt, dann weicht zumindest an dieser Stelle meine harte Abwehrhaltung etwas auf und ich fange an, mich dezent in homöopathischen Dosen mit Goldakzenten anzufreunden. Die Heinrich Taucher LX sollte eigentlich definitiv die letzte Uhr 2023 sein. Ich war der festen Meinung, es waren genug, eigentlich sogar mehr als genug. Und dann kam ein Zuschauer, schrieb mich per WhatsApp an und zeigte mir eine Uhr, die er sich bestellt hatte von Bulova. Bulova gehört zu Citizen, aber es ist eben keine Citizen. Insofern zähle ich die auch nicht zu meinen Citizen-Erwerben. Ansonsten würde meine Sammlung doch sehr einseitig zu Lasten dieser Marke sich entwickeln. Eine Bulova. Eine Uhr mit einem Traveller GMT, das heißt, über die Krone in der normalen Position lässt sich die GMT-Zeit, die Stundenzeit und die Minute verstellen. In einer separaten Position, wo normalerweise das Datum und der GMT-Zeiger verstellt werden können, lässt sich bei einer Reise-GMT der Stundenzeiger
der Standardstundenzeiger, also der große, dicke, weiße Stundenzeiger, separat verstellen, und zwar vor und rückwärts. Das Datum lässt sich nur über Kurbeln des Stundenzeigers verstellen, was aber nicht dramatisch ist, weil man ja vor und rückwärts stellen kann und nicht den Minutenzeiger kurbeln muss, sondern nur den Stundenzeiger, geht eigentlich recht fix. Ich wollte schon lange wieder eine Pepsi-Uhr haben und bei einem immer wieder auftauchenden Preis auf Chrono 24 von unter 700 Euro habe ich mir das tatsächlich gegönnt und muss ganz ehrlich sagen, sie trägt sich super, ich trage sie gerne und bin mega froh, wie sich meine Sammlung 2023 entwickelt hat und weiß schon, dass ich nächstes Jahr nicht nur kürzer treten muss, sondern auch kürzer treten werde, weil ich schlicht und ergreifend meine Uhren mehr genießen möchte, öfter tragen möchte und je mehr Uhren ich habe, umso weniger Uhren kommen an den Arm. Also wird nächstes Jahr ein für meine Verhältnisse hoffentlich deutlich sparsameres Jahr, was die Uhrenkäufe betrifft.